Heute ist der 8. Mai 2020 und wir sind in einem ganz interessanten Augenblick der Corona-Krisenthematik, weil die ersten Lockerungsmaßnahmen im gesamten Land sind angelaufen. Dazu kommt, in der vergangenen Woche in Dresden und gestern, also am 7. Mai in Hamburg, fanden zwei große Buskorsos statt, also Busdemonstrationen, auf denen die Branche einfach nochmal lautstark verdeutlichte: Leute, Regierung, wir brauchen dringend eure Hilfe, denn so kann es nicht weitergehen. Ohne einen Fahrplan aus dem Stillstand werden ein großer Teil unserer Unternehmen nicht überleben. Heute bin ich bei einem nächsten Unternehmen, um aus der Zeit des Stillstands zu berichten. Ich bin nämlich im Großraum Oldenburg bei der Firma Hilgen und neben mir stehen Wolfgang und Frederik Hilgen. Sie gehören zur Familie. Wolfgang Hilgen ist der Geschäftsführer und sein Sohn ist quasi der designierte Geschäftsführer. Also er wird mal die Firma irgendwann übernehmen. 43 Fahrzeuge hat das Busunternehmen. Davon stehen ungefähr 20 gerade still. Das ist richtig, ne? Das heißt, die Hälfte der Flotte kann gerade kein Geld verdienen. Glück im Unglück ist, dass halt noch etliche Linien in Betrieb sind, die zwar, wenn auch eingeschränkt, aber immerhin noch so ein bisschen quasi den Betrieb am Laufen halten. Dennoch, 30 Fahrer sind in Kurzarbeit und das ist natürlich keine schöne Situation. Ich werde jetzt mal die beiden fragen, wie ist denn jetzt nach so vielen Wochen Stillstand die Situation, wie geht's weiter und was sagen Sie denn eigentlich auch zur Politik, zu den Maßnahmen und auch vielleicht ein bisschen was zu den Verbänden, wie es so weitergeht. Wollen wir mal gucken, vielleicht hat sich heute am 8. Mai da schon auch ein bisschen was verändert. Helgen, ganz kurz am Anfang, wie stellt sich denn im Augenblick die Situation nach fast 8 Wochen Stillstand da bei Ihnen? Die Situation sehen Sie ja hier bei uns auf dem Betriebshof. Wenn Sie mal einmal in der Reihe lang gucken, die Fahrzeuge sind alle abgemeldet. Unsere Fahrer sind seit Wochen zu Hause in Kurzarbeit. Und die Ersten merken jetzt auch durch diese 60%, die sie bekommen an Kurzarbeitergeld, dass es wirklich knapp wird bei ihnen, weil unsere Fahrer verdienen noch keine Reichtümer. Und es wird höchste Zeit, dass es wieder losgeht. Mhm. Für Sie als quasi auch Mitglied in der Firma, wie erleben Sie die derzeitigen Wochen? Das ist absolut nicht einfach. Personal ist natürlich, so wie wir auch, alle niedergeschlagen, dass das momentan einfach nichts geht oder seit 2 Monaten jetzt ja schon nichts geht. Wir hoffen natürlich das Beste und zählen natürlich jetzt auf die Politik, dass dann, wo jetzt andere Lockerungsmaßnahmen stattgefunden haben, eben auch für unseren Tourismusbereich die ersten Lockerungen kommen. Mhm. Nun haben Sie ja mitbekommen, es gibt tatsächlich ein paar Busdemonstrationen. Das heißt, Busunternehmer fangen an, auch ihre Stimme zu erheben. Ja. Was sagen Sie dazu? Das ist sehr gut. Und ich hoffe, dass das noch viel, viel größer wird, weil es wird über Autokonzerne gesprochen, es wird über die Lufthansa, über die Bahn gesprochen, wer wie viele Verluste macht. Und keiner beachtet uns Busunternehmen. Und das finde ich ganz, ganz traurig auch, dass die Politik nicht auf uns achtet, weil wir wissen irgendwann nicht mehr ein noch aus. Wir leben im Moment in einer Zeit, wo wir in einem 6-stelligen Bereich unsere Verluste haben. Und wie die jeweils wieder aufgefangen werden, kann ich heute noch gar nicht beziffern. Das heißt, jeden Tag läuft hier quasi ein Verlust auf. Ja, genau. Ja, und der am Ende des Tages dann natürlich auch wieder abgearbeitet werden will. So ist es. Was hätten Sie denn für Forderungen derzeit an die Politik? Die Forderungen wären eigentlich die, dass Lockerungsmaßnahmen kommen, dass sich jemand mal überlegt, in so einem 50er Reisebus können ja 25 Schüler locker mit 1,50 Meter Sitzabstand fahren, dass man in dieser Art und Weise vielleicht mal nachdenkt und dann sagt, wenn die Schulen dann auch mal kommen und sagen, Mensch, uns wird's zu teuer oder so, dass man dann in diesem Bereich vielleicht den Schulen Unterstützung gibt, damit die uns vernünftig bezahlen können. Ja. Was halten Sie grundsätzlich von dem Vorschlag oder von der Idee, auf den Sicherheitsabstand zu achten im Reisebus? Das heißt, Sie würden ja auch mit weniger Kapazität fahren können, ne? Ja, man kann mit weniger Kapazität fahren, aber ich denke mal, wenn die Schüler und die Lehrer diesbezüglich sensibilisiert werden würden, könnte ich mir gut vorstellen, dass das auch in kleineren Gruppen, in großen Bussen möglich ist. Mhm. Kennen Sie das Schreiben vom BDO, also von den 3 Verbänden von vorgestern mit den Hygienemaßnahmen? Ja, genau. Was sagen Sie dazu? Also
würde sich auf jeden Fall darstellen lassen, sagen wir es mal so. Also ich sage mal, das Desinfizieren gerade in Eingangsbereichen oder Handläufen und so weiter nach jeder Fahrt. Ich sage mal, die Fahrer machen die Busse so oder so sauber. Mhm. Letzten Endes, das Desinfizieren gehört meiner Meinung nach so oder so immer dazu. Spricht meines Erachtens nach nichts gegen. Ja. Nun ist ja wieder Anlauf der Reisebusbranche natürlich erst das oberste Ziel, denke ich mal. Ja. Ne? Aber die Frage ist ja auch, wie stehen Sie zu finanziellen Hilfen? Finanziellen Hilfen, wir haben Rücklagen, mit denen wir das vielleicht noch einige Zeit aushalten können. Weil wenn man eine vom Staat her jetzt Geld bekommt, man muss es zurückbezahlen. Und wir haben sowieso schon genügend Dinge, die wir zurückbezahlen müssen. Das könnte man gar nicht obendrauf. Man sollte vielleicht einmal in der Busbranche über eine Mehrwertsteuerveränderung nachdenken, wie es ja auch die Bahn schon im Fernlinienverkehr bekommen hat, dass man vielleicht auch diesbezüglich auf die Omnibusbetriebe, weil jeder Omnibusbetrieb macht seine Preise mit Schulen eigentlich inklusive der Steuer. Und wenn man jetzt sagen würde, okay, wir gehen jetzt von 19 auf 7% runter, wie es auch im Schülerverkehr ja üblich ist, das wäre für uns schon eine riesengroße Erleichterung. Und dabei sind Sie ja eigentlich noch mehr oder weniger ganz gut aufgestellt mit Ihrer Firma, weil Sie haben ja nicht nur den Busbetrieb. Ja, genau. Und dadurch können wir auch viel abfangen und kompensieren. Wir sind im Tiefbau tätig, wir haben noch eigene LKWs und Sandgruben, versuchen auch einige Fahrer aus dem Busbereich in den LKW-Bereich mit zu integrieren, aus sozialen Gründen, weil wir versuchen, das auch unser Personal so sozialverträglich wie möglich einzusetzen. Mhm. Nochmal Thema Buskorso, Busdemonstration. Bringt das was? Ja, also wenn's gestern Abend organisiert ist, denke ich, dann macht das, also wenn jeder ins Blaue schießt, denke ich mal, macht das keinen Sinn. Wenn das aber, ich sag mal, von den Verbänden BDU, GVN, vernünftig organisiert ist, angemeldet ist und so weiter, haben wir in der Vergangenheit schon teilgenommen und sind auch absolut bereit, in der Zukunft daran teilzunehmen, weil nur das kann Gehör finden. Mhm. Das heißt, Sie verfolgen natürlich auch täglich, was kommt an Meldungen für Ihre Branche rein? Ne? Ja. Gerade heute frisch ist reingekommen, dass am 14. Mai wahrscheinlich in Berlin was sein soll. Und wir haben noch nicht genaue Informationen, aber wenn das dann so, wie mein Sohn gerade sagte, gut organisiert ist, sind wir auf jeden Fall mit dabei. Genau, das wäre ja auch schon nächste Woche. Ja, ne? Genau. Also, Fahrer haben wir genug, genau. Busse auch, also daran soll es nicht liegen. Ja, das heißt, Sie wären auch kurzfristig in der Lage, da was zu organisieren. Ja, auf jeden Fall. Weil Sie sagen wahrscheinlich auch, es muss schnell was passieren, oder? Definitiv. Definitiv. Wir müssen jetzt ja auch sehen, ich sehe das mal so, ich bin in dem Betrieb meines Vaters damals gewesen und bin jetzt fast 40 Jahre im Omnibusbetrieb tätig. Und wir müssen jetzt auch sehen, dass wir uns für die Zukunft, die jetzt auf uns wartet, auch gut aufstellen, damit wir auch in der Zukunft dann auch weitermachen können. Nur man muss auch die Zukunft zulassen und das ist das, worauf wir eigentlich alle warten. Was könnte das für die Zukunft werden im Reisebus? Die Zukunft sehe ich darin, dass Schulen, dass nicht mehr so viele, die Schulen machen doch sehr viele Auslandsreisen mit Flugzeug und hast du nicht gesehen. Und wenn die sich einmal mehr auf Deutschland besinnen würden und würden sagen, wir brauchen nicht nach Italien, wir können auch in Deutschland was machen oder fahren halt mal nur kurz über die Grenze irgendwo hin, das wäre wahrscheinlich viel besser für uns. Also mehr den heimischen Tourismus stärken? Ganz genau. Ja. Glauben Sie grundsätzlich, dass sich bei Busreisen etwas ändern wird in der Art und Weise der Durchführung? Oder dass das, wenn beispielsweise ein Impfstoff gefunden wird oder halt die Pandemie abebbt? Ich vermute mal, also wir hoffen ja alle, dass dieser Impfstoff gefunden wird. Je schneller, desto besser. Und ich vermute einfach, dass das dann sich irgendwann wieder normalisieren wird, auf Ursprungszustand zurückkommt und wir dann auch so wieder reisen können, auch frei reisen können, wie das vorher eben der Fall gewesen ist. Ja. Sie haben ja nun hier etliche Fahrzeuge hinter sich abgemeldet. Ja. Wie ist es eigentlich mit der Fuhrparkerneuerung? Hatten Sie oder haben Sie neue Fahrzeuge, ich nenne es mal in der Warteschlange? Ja, wir haben Fahrzeuge in der Warteschlange und zurzeit sehen wir uns gar nicht in der Lage, diese Fahrzeuge zu übernehmen, weil wir ja alle nicht wissen, wie die Zukunft überhaupt für uns aussieht, ob wir überhaupt noch mal Geld verdienen, um auch dann neue Fahrzeuge bezahlen zu können. Aber selbstverständlich, wir sind jetzt schon sehr gut aufgestellt mit Euro 6 Fahrzeugen. Aber was die Zukunft uns bringt, ich wäre froh, wenn ich übermorgen hingehen könnte und würde mir 3 neue Busse bestellen dürfen. Dann weiß ich, dass es wieder richtig losgeht. Wenn Sie jetzt beide mal so die politischen Handlungen der letzten Wochen verfolgen, was glauben Sie, wird sich jetzt absehbar was ändern für die Bustouristikbranche? Ich
meine, das muss sich einfach kurzfristig was ändern. Das hat jetzt ja nun nachweislich viele Lockerungen gegeben in allen Bereichen. Und ich denke, dass gerade der Tourismus am meisten davon eigentlich gebeutelt ist und auch jetzt am ehesten schnell Lockerungen eben einfach braucht. Mit den gegebenen Sicherheitsmaßnahmen, keine Frage, aber es muss einfach was passieren. Mhm. Wir fahren für die EW Baskets von Oldenburg die Fans, die Thunderstorms. Und die Thunderstorms haben letzte Woche mit meiner Schwester gesprochen und haben gesagt, wir möchten gerne auch in der zukünftigen Saison wieder mit euch fahren. Würde es euch helfen, wenn wir uns jetzt schon Gutscheine bei uns, wenn wir jetzt schon Gutscheine bei euch kaufen, die wir dann im nächsten Jahr ansetzen dürfen? Und das ist in meinen Augen ein sehr, sehr guter sozialer Zug, auch von den Leuten, weil es gibt anscheinend doch schon welche, die es begriffen haben, wie schlecht es uns eigentlich geht. Das ist gut, dafür möchte ich auch den Thunderstorms nochmal danken. Das wäre toll. Genau. Ich habe gehört, wenn viele so denken würden. Ja, ich habe gehört, Basketball spielt hier rund um Oldenburg schon eine große Rolle. Ja, auf jeden Fall. Ja. Wir fahren auch viele aus. Also ob das Bayern München ist oder alle auswärtigen Mannschaften, die hier nach Oldenburg kommen, die fahren eigentlich grundsätzlich, wir holen die vom Bremen Flughafen. Mhm. Und das wäre toll, wenn das auch so weitergehen würde. Das muss auch so weitergehen. Ja. Letzte Frage grundsätzlich. Wie ist die Stimmung bei Ihnen? Also ist sie niedergeschlagen, pessimistisch, leicht optimistisch? Ich würde sagen, also gemischte Gefühle, klar. Ja. Wir verfolgen, wie gesagt, die Nachricht natürlich und hoffen auf positive Signale. Im Großen und Ganzen würde ich schon sagen, dass wir der Sache eigentlich positiv einfach entgegensehen. Ich denke auch, das Personal als solches ist... Weil ich habe gestern auch gelesen, wenn nicht gleich was passiert, werden, und das fand ich bemerkenswert, 90% aller Busunternehmen verschwinden vom Markt. Das will ich wohl glauben. Das fand ich. Das glaube ich auch. Also da bin ich fest von überzeugt, weil wo soll es herkommen? Ja. Wo soll es herkommen? Ja. Aber das kann ja auch keine Situation sein, die auch nur im Ansatz wünschenswert wäre. Nee, definitiv nicht. Nein, auf keinen Fall. Spätestens in der Zukunft wird uns das alle einholen, wenn es die Busunternehmen nicht mehr gibt und die Leute wollen dann unterwegs. So. Dann wird es schwierig, die Leute zu erreichen. Und gerade im Bus wissen wir doch alle Euro 6. Wir sind im Grunde genommen doch für die Umwelt das vernünftigste Verkehrsmittel im Moment schlechthin, weil 50 Leute in einem Reisebus, die eine Reise machen, schaden der Umwelt am wenigsten. Und gerade jetzt in unseren neuen, ich sage immer, unsere 6 Euro 6 Autos, die wir haben, die sind eher noch luftreiniger, als dass sie Luftverpester sind. So kann man das eigentlich ganz laut auch sagen. Das ist ganz wichtig. Und ich denke auch, alle anderen Kollegenfirmen, die haben das ja auch, dass die überwiegend mit nagelneuen Fahrzeugen fahren. Ja. Und diese kosten nun mal viel Geld. Ja. Aber das ist für die Umwelt. Ja. Gut, dann vielen Dank. Ja, gerne.